Ist gut. Ich bühre meine Beine nicht. Keine Sorge. Keine Sorge. Dein Bein geht's gut. Ja? Du wirst wieder ganz gesund, Robitron. Ich glaube, der ist wird dunkel. Nein, Robitron, nein! Aldemar, HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Fallout 4. Sieht ja nicht schön aus, Liberty Prime. Liberty Prime, wir sind hier bei der Bruderschaft. Ich habe gesagt, wir machen ein wenig Bruderschaftsquests mal wieder. Wir haben aber nur die wiederkehrenden Quests. Lernkurve und so. Moment, ich habe noch eine Quest, die kann ich zurückgeben. Wir gucken mal gerade. Und zwar berge den Fluxkompensator. Irgendwas war das. Da. Wir nehmen jetzt erstmal den Knappen mit und dann gehen wir auf Mission. Melde mich zum Dienst. Ich habe auch noch was, was ich euch zeigen muss. Bleib in der Nähe, Frischling. Bleib in meiner Nähe, Frischling. Dann passiert dir nichts. Jawohl. Hier ist der Ort. Trinity Plaza. So, ich habe Cricket gefunden. Ich habe jetzt ein halbautomatisches, mit Explosivgeschossen gefülltes Magazin. Es ist super. Ja, es macht richtig viel Schaden. Also es ist eine richtig gute Automatikwaffe. Was Besseres finden wir, glaube ich, gar nicht. Ja, das ist schon sehr gut. So, oh, guck mal, hier vorne haben wir eine Polizeistation, wo wir noch nicht waren. Egal, machen wir das. Wir können uns ja Zeit lassen mit der Quest. Wir müssen uns ja nicht auf eine Folge beschränken damit. Dann hetze ich mich auch nicht so. So, wir gehen hier vorne hin. Polizeiplaza. Hier ist Mechanist Cave. Mechanist Cave. Schreck mich doch nicht so. Polizeirevier. Bobco Vertriebszentrale, da waren wir schon. Wie gesagt, ich kann auch einfach mal so gucken, weil alles wird nicht angezeigt auf der Karte. Glühbirne, was ist das? Zeitungsständer. Hilft bei der Kontrollpunktverteidigung. Aber wo? Da, ne, da gehe ich jetzt. Guck mal, da sind voll die Panzer auf dem. Da war ich schon. So, hier wollen wir rein. Haben wir hier eine Tür? Oh ja, wir haben hier eine Tür. Guck mal, hier können wir auch ins Lagerhaus. Hier ist alles überschwemmt. Guck mal, hier ist auch direkt so eine Kiste mit viel Munition und Zeug. Sehr gut. Ich hätte eine Waffe. Proktor Tegan hat mich nur ausgelacht. Du hast keine Waffe, Dennis. Dennis heißt er. Unser kleiner Junge. Die heißen immer Dennis. Ja, Dennis 1, Dennis 2, Dennis 3. Der neue Dennis. Der andere Dennis. Und der komische Dennis. Wir haben einen Dingenskopf gefunden. Oh, guck mal hier. Oh, sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Gib mir die. Oh, Mist, die ist weggeflogen. Ja, man muss aufpassen mit der Waffe hier ein bisschen. Oh, ich habe auch ein bisschen umgebaut in der Basis. Muss ich euch auch noch zeigen. Muss ich mal so. Also, okay. Was ist denn hier los, meine Herren? Ja, ich krieg auf jeden Fall selber Schaden. Muss man mal heilen. So, da ist es. Okay, ist runtergefallen. So, eines Tages da. Will ich der beste Lasergewehrschütze der Bruderschaft sein. Wenn du doch der beste Maschinengewehrschütze oder Minigunschütze. Warum Lasergewehr? Die Bruderschaft und ihre Lasergewehre. So. Was ist das? Dunkler Sicherungskasten. Ah, was ist denn das jetzt? Was ist denn das hier? Habe ich da irgendwas entdeckt? Was mal irgendein. Weiß ich nicht. War das mal für irgendwas gut? Guck mal, ein Sicherungskasten. Habe ich noch nie gefunden. Schicken Sie nicht oft in den Einsatz. Nein. So, ist das hier das Polizeirevier? Ah, toll. Schon wieder eine Bruchbude. Das ist immer so, ne? Die sind immer offen. Und das zweite. Hallo? Er ist tot, Jim. Er ist tot, Jim. Oh, guck mal. Schlagstock, Handschellen. Warum wird das denn überhaupt so angezeigt? Wir können nach oben gehen. Im Endeffekt. Was ist denn hier los? Hä? Will ich da festhalten? Wir haben ein paar Telefone. Ring, 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 ring. Banana Phone. Der geht sogar noch. So ein Blödsinn. So ein Blödsinn. Fall Krupps Aufzeichnungen, Vandalismus. Das sind aber keine Aufzeichnungen, oder? Nein. Unwichtig. Ring, 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 ring. Banana Phone. Eddie Winter Solo Band. Oh mein Gott, wir müssen noch diese Eddie Winter Dings mal anfangen. Ach, oh, scheiße, hab ich ja vergessen. Ich wollte doch Valentine mitnehmen. Das sind doch, glaube ich, seine Quests, oder, Eddie Winter? Bin mir nicht mehr sicher. Wir müssen unbedingt mit Valentine sprechen. Ich glaube, die Quest habe ich noch gar nicht gemacht. Oh. Ne, oder? Warte, ich bin jetzt verwirrt. Ich bin jetzt verwirrt. Ich glaube, wir sollten tauschen. Ja, wo ist denn überhaupt Valentine? Ach, egal. Der wird schon irgendwann auffindbar sein. So, wo sollen wir hin? Wir sollen zu Trinity Tower. Der müsste da.
Trinity Plaza. Nee, da war ich noch gar nicht. Dann gehen wir zum Trinity Tower und von da aus dahin. Oder wir bringen die Quest weg. Und gehen dann zu Fuß dahin. Das ist eine gute Idee. Wir bringen die Quest weg. Diese Fluxkompensator-Quest. Fluxkompensator. Habe ich gesagt. Ja, kennt ihr ja. Zug in die Zukunft. Oh, jetzt kann ich mir eine Zeitmaschine bauen. Ja, und dann hole ich mir den Almanach. Goh. Super Idee. Naja, wir bringen die Quest jetzt hier weg. Gehen dann zu Fuß Richtung Quest vom Knappen und unterwegs looten wir ein paar unentdeckte Gegenden. Polizeirevier Cambridge. Cambridge. Okay. Safe-Schlüssel. Oh, guck mal, hier ist wieder alles gespawnt. So. Wo bist du denn, Hase? Oh, guck mal hier. Braucht ihr alles nicht. Braucht ihr alles nicht. So. Ich frage mich, warum nicht jeder hier draußen diese Ausgeburten vernichtet. Auch Gelehrte Halen? Unsere Gelehrten freuen sich auf deinen Fund. Ich hoffe, du hast das Artefakt mitgebracht. Natürlich. Hier. Großartig. Ich lasse sie dokumentieren und verschicken. Hier ist deine Bezahlung. Geht doch nichts über eine erfolgreiche Mission. 100 Kronkorken. Dem Commonwealth wird die Technologie so schnell nicht ausgehen. Sag mir, wenn du wieder bereit bist. Ja, los. Großartig. Das Gebiet ist auf der Karte. Was ist denn hier los? Viel Glück. Du hast dich echt wacker geschlagen. Danke, Aquitorium. Aquitorium. Ich nehme mal euer Säug hier mit. Euer Säug. Das kann ich nicht mitnehmen. Noch verheizetes Wasser. Sehr gut. Okay. Wir legen los. Ah, ich glaube, ich muss doch Valentine holen. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Er könnte in Covenant sein, ja? Vielleicht gehen wir doch erst nach Covenant. Ich sollte schon den mitnehmen, ja? Ich meine, seine Charakterquests habe ich nicht gemacht, oder? Ich habe doch gesagt, wir nehmen Valentine mit, sobald das DLC raus ist oder so. Habe ich nicht immer irgendwie sowas gesagt? Und habe dann festgestellt, dass ich doch seine Charakterquests schon abgeschlossen habe? Ich bin jetzt wieder verwirrt, ja? Oh, guck mal, da sind überall hier. Oh, hier war ich überall noch gar nicht. Komm, wir holen mal Valentine. Wie weit ist denn das weg? Covenant. Mal kurz dahin. Wir können doch von da aus runterlaufen. Das können wir auch machen. Ah, ich muss dem Valentine auch Sachen geben noch. Der hat ja gar nichts an. Ich könnte dem... Ja, ich gebe dir eine komplette Synth-Rüstung, dem dreckigen Synth. Ha, gute Idee. So, der müsste hier sein. Okay. Valentine, da ist er doch! Nick, sollen wir wieder aufbrechen? Ja, Mann, hast du eine lahme Pistole. Gehen wir. Gehen wir. Gut, gehen wir. Du gehst zu Blanker Hill. Blanker Hill ist Blanker Hill. Komm, Aldemar, da ist es. Okay, den schicken wir auch, glaube ich, auf Versorgungsreise. Der ist einfach so riesig, ja? Oh, scheiße, tut mir leid. Nein, das wollte ich gar nicht. Oh, scheiße, jetzt töten die alle. Oh Gott, das kostet wieder so viele Siedler. Was war das denn? Nick Valentine nach? Was ist denn jetzt los? Covenant. Alter, da stirbt einfach alles. Scheiße, wo habe ich... Kann ich irgendwo laden? Da, wir laden da. Ja, und reisen dann nochmal hin. Das war gar nicht gut. Scheiße, ich und mein Loot-Instinkt. Richtig übel. So, nochmal. Ah! Ah, guck mal hier, so einen Tisch würde ich auch gerne so vollstellen. Aber es fällt immer alles wieder runter. So. Versuch Nummer 2. Valentine abholen. Okay. Covenant. Da wollte ich immer mal wohnen. Ja, habe ich aber umentschlossen. Weil es doch eigentlich ungünstig ist. Ja, gibt schönere Wohnungen, glaube ich. Ich brauche halt mal so einen Bunker. Ich will einen Bunker haben, mein Gott. Ist das denn so schwer? Ja. Nur einen kleinen Bunker. Da. Valentine! Komm her, mein Freund. Hey, Valentine. Sollen wir wieder aufbrechen? Auf jeden Fall. Gehen wir. Gehen wir. Gut, gehen wir. Ich muss unbedingt noch dieses Brillen-Plugin wieder installieren, dass die Brillen besser aussehen. Bunker Hill. So, wir gehen los. Wir rüsten dich ein andermal aus, Valentine. Mal gucken, wie du dich so schlägst. Oh, aus dem Weg. Wir finden vielleicht ein paar Sachen unterwegs für dich. Guck mal, er fährt sogar in unsere Richtung. Wo ist der Knappe eigentlich? Dennis! Komm jetzt. Sehr gut. Okay. So, wir gehen zu Fuß von hier aus zum Quest. Ja, dann haben wir immer ein Ziel ungefähr, wo wir hinwollen. Und können dann unterwegs Sachen entdecken.
Oh, hier ist eine Karawane. Wenn man vom Teufel spricht, aber ohne Begleitung. Bald, mein Sohn. Hier war ich, glaube ich, schon mal. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na, da ist die andere Siedlung, okay. Gut. So, hier ist nichts. Das war's, ein Kleeblatt. Oh, war ich da schon mal? Warte mal. Ich war in der Fabrik, war ich, aber in dem Kleeblatt war ich nicht. Dann gehen wir mal gucken. Schwimmi, schwimmi. So. Es muss doch irgendeine Kneipe sein. Ich glaube, ich bin dann hier reingegangen, anstatt da zu diesem Kleeblatt. Da ist diese abgestürzte Dingens. Da waren wir auch schon. Da waren wir noch nicht. Bei der Antenne. Das sieht unentdeckt aus. Dann machen wir die mal an gerade. Oh, da waren wir auch. Nee, da waren wir nicht. Doch, da waren wir. Nee, da war ich nicht. Da bin ich auch nicht hingegangen. Nicht wirklich. Ich erinnere mich. Scheiße. Okay. Dann räumen wir mal das auf, hä? Ich bin da hingelaufen, aber ich habe nicht viel gemacht. Guck mal, das ist wieder dieser Roboter. Habe ich den mal. Oh, das ist Valentine. So, willkommen. Hilfe, sehr gut. So, sie antworten. Irgendwo haben sie geantwortet. Ich glaube, das waren die. So, machen wir ein paar mehr. Die stacken sich, glaube ich. Oh, ist das cool, ne? Ich finde die so cool. Okay, oh, falscher Knopf. Oh, da kommen sie, guck mal. Die sind schon da unten. Na gut, dann locken wir mal die Supermutanten an. Kann losgehen, guck mal, mit Kampfhund und so. Vier Stück. Kommt, meine Freunde, greift mich an. Da, jetzt greifen sie an, sehr gut. Und der Dennis geht direkt in Deckung. Okay, mal gucken, wie die sich schlagen. Der Roboter will nicht mit, schade. So, dann mal los. Guck mal, wie gut die ist, oder? Richtig geil. So, wer schießt noch auf mich? Aua. Ah, oh, scheiße. Oh, du Scheißhund. Die Knarre, oder? Oh, scheiße. Ich helfe dir, Valentine. Keine Sorge. Der nächste, bitte. Oh, nichts geht über eine schöne Schießerei. Nichts geht über eine schöne Schießerei. Oh, legendärer Gegner mutiert. Na gut. Okay, wir holen noch mehr Verstärkung. Ich glaube, die sind schon tot, oder? Oh, er greift an, er greift an. Oh, er greift ihn an. Er ist tot. Oh, ich verdrück mich immer, weil ich das auf 1 gelegt habe. Oh, shit. Alles gut, alles gut. Oh nein, Robby, nein! Robbytron! Ist gut. Ich bühre meine Beine nicht. Keine Sorge, keine Sorge. Dein Bein geht's gut, ja? Du wirst wieder ganz gesund, Robbytron. Ich glaube, der ist mir dunkel. Nein, Robby, nein! Ihr Mörder! Nein! Das ist... Oh Gott, Mörder! Nein! Oh, ich bin gleich tot. Oh Gott! Bitte, Wanderer, hilf mir! Oh! Robby, nein, ihr Mörder. War cool, oder? Ey, das war... Boah, guck mal. Die Minutemen haben es einfach mal nicht gepackt. Guck mal, direkt ein Minutemen-Outfit eingesackt. Die werden aber auch nicht besser, ne? Die Minutemen. Oh, ich bin schon wieder überladen. Das ist halt der Nachteil ohne Roboter. Aber wann habe ich denn so viel aufgehoben? Komm her, Valentine. Hey. Guck mal, er hat ein Sturmgewehr aufgehoben. Was immer du brauchst.
Wann hast du denn das aufgehoben? Schrott habe ich. Ach, Schrott habe ich doch gesammelt. So, und ein bisschen Rüstung kriegst du auch. Aber was ist denn so schwer? Aber was ist denn so schwer? Aber was? Vorschlagkammer. Ketenwerfer. Ah ja, sowas ist schwer. Okay. So, gehen wir rein. Schade, ich brauch so einen Roboter halt, ne? So, wo ist denn der Eingang? Seit wann können Supermutanten denn sowas einrichten? Unfassbar. Okay, die haben hier so einen riesen Wassertank. Ich glaube, deswegen wohnen die hier. Na, wo hast du dich verkrochen? Wir hören sie Radio. Was ist denn jetzt los? Draußen ist noch ein Hund. Erledige sie. Ah, der Dennis. Erschreck mich doch nicht so. Ich dachte, was ist das denn jetzt für eine Frauenstimme? Ach nee, war nur ein Junge. Ob man hier auch mal wohnen kann, das wäre doch voll die Siedlung. Aber nein, man kann nur in so Kaff-Dingern wohnen, ja? In so, im Sumpf, in so einem kaputten Haus oder so. Oh, guck mal hier, Bowling. Und Geld und Kronkorken. Oh, hier ist echt, boah. Mann, hier ist echt gut, ne? Wenn das mal zur Siedlung werden kann. Würde mich nicht wundern. Meine Güte. Das haben die bestimmt eingenommen, diese Supermutanten. Das waren die nicht selber. Glaube ich nicht. Sweet light, du. Oh, hier. Hammer Soloband. Mensch, du Maschine repariert, Arbeit. Gut. Fist, Hammer hier. Haben Menschen Maschine reparieren lassen. Guten Platz gefunden haben. Mit Mauern und Wasser. Mensch, winzigen Raum in Boden gemacht haben. Viele gute Sachen drin. Mehr Leute schicken, wir mehr überfallen. Wir dir Knarren zum Tausch geben. Okay, Mensch, jetzt Maschine nicht mehr aufnehmen machen. Mensch, jetzt nicht Zeit für Schlafen. Nicht bluten, Maschine bedienen. Ah, okay. Hammer mit Maschine stoppen. Er hat den Menschen, glaube ich, irgendwie einen Arm ausgerissen, weil er die Maschine reparieren soll und hat er einfach mal damit getötet. Die Supermutanten sind eigentlich so übel, das wird aber einfach noch nicht übel genug dargestellt. Ja, in diesen Säcken sind auch einfach alles an Fleisch. Menschen und die jagen die und essen die. Es ist so übel, Supermutanten. Aber das kapiert man irgendwie nicht so. Die sind irgendwie zu lustig immer noch, ja? Man muss irgendwie mal gefangen genommen werden von Supermutanten und dann müssen die irgendwie so eine Szene darstellen, wie die Menschen zerhacken und zerfleischen, ja? Das wäre mal, dann würde man auch sehen, wie böse die eigentlich sind. Ja, was heißt böse? Also verkommen halt. Weil Supermutanten, nee, das, boah, das geht gar nicht. Das ist ein Gezücht. Ja, ein Gezücht, ein Gefleucht. So, das kann ich nicht. Was ist denn los? So, die haben hier irgendwo was hingebaut. Das war Dennis. Dennis, wo bist du denn schon wieder? Oh Gott! Explodiert der gleich. Okay. Ich glaube, wir gehen mal kurz, aber ich kann hier nicht hinreisen, ne? Das ist das Problem. Doch, kann ich. Gutshof West, bla bla. Komm, dann gehen wir mal gerade entrümpeln. Ich muss sowieso abspeichern. Leute, wir entrümpeln mal gerade und dann gehen wir wieder hier hin. Weiter looten. Also, aber auch gleichzeitig bis zur nächsten Folge. So, jetzt habe ich's. Haut rein.